Ja, schon kurz nach Kriegsbeginn hat ja die Ukraine den Beitritt zur EU beantragt. Heute will die EU-Kommission eine Empfehlung abgeben, wie es mit dem Kandidatenstatus aussehen soll. Wir schalten dazu jetzt live zu einer Pressekonferenz von Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Brüssel. Guten Tag allerseits. Das Kollegium hat heute die Stellungnahmen angenommen zu den Mitgliedschaftsanträgen der Ukraine, von Moldau und Georgien. Wir haben diese Stellungnahmen angenommen, nachdem wir sehr sorgfältig die Verdienste dieser Länder geprüft haben, auf der Grundlage der Kriterien von Kopenhagen und Madrid. Sie wissen sicherlich auch, dass es bei diesen Kriterien um politische und wirtschaftliche Kriterien geht und die Frage, ob diese Länder die Möglichkeit haben, auf unserem sehr wettbewerbsfähigen Binnenmarkt zu florieren. Beginnen wir mit der Ukraine. Die Kommission empfiehlt dem Rat erstens, dass die Ukraine eine europäische Perspektive erhält, zweitens, dass die Ukraine den Kandidatenstatus erhält. Natürlich mit dem Verständnis, dass das Land eine Reihe von weiteren wichtigen Reformen durchführen wird. Und jetzt möchte ich etwas Genaueres zu unseren Empfehlungen sagen. Die Kommission ist der Meinung, dass die Ukraine ganz klar gezeigt hat, dass das Land den Willen und die Entschlossenheit hat, europäische Werte und Standards zu vertreten. Schon vor dem Krieg war die Ukraine auf dem Weg hin zur Europäischen Union. 8 Jahre lang hatte sich die Ukraine schon schrittweise der Union angenähert. Sie wissen es, das Assoziierungsabkommen gibt es seit 2016 und damit hat die Ukraine schon fast 70% des EU-Besitzstandes umgesetzt, also die Regeln, die Normen und Standards der EU. Die Ukraine beteiligt sich auch an wichtigen EU-Programmen, beispielsweise Horizon Europe oder auch Erasmus. Die Ukraine hat eine solide parlamentarische präsidentielle Demokratie, eine sehr gut funktionierende öffentliche Verwaltung, die es schafft, das Land auch im Krieg funktionsfähig zu halten. Das wissen wir, weil wir sehr eng mit der ukrainischen Verwaltung zusammenarbeiten. Die Dezentralisierungsreform ist ein Erfolg. Das sehen wir an der Leistung der Städte und Regionen, sogar unter diesem Stresstest des Krieges. Und die Modernisierungsreform der Verwaltung läuft ebenfalls weiter. Die Ukraine hat eine sehr dynamische und aktive Zivilgesellschaft. Das ist sehr positiv. Das Wahlsystem der Ukraine ist fair und frei. Das sagt uns ODIHR und das Bildungssystem ist gut ausgebaut. Es gibt sehr viele digitale Kompetenzen in diesem Land und auch eine gute digitale Infrastruktur. Im Bereich der Wirtschaft, nun, natürlich müssen wir uns hier die Wirtschaft vor dem Krieg ansehen. Und hier sehen wir ein gutes Level des Haushaltsdefizits von nur 2% und eine Staatsverschuldung von unter 50%. Auch das ist positiv. Die Ukraine hat also schon sehr wichtige Schritte unternommen, um eine voll funktionsfähige Marktwirtschaft zu werden. Das ist sehr wichtig, denn die Ukraine muss natürlich in der Lage sein, sich in den EU-Binnenmarkt zu integrieren. Und wir arbeiten auch daran, die Ukraine noch tiefer in den Binnenmarkt einzubinden, beispielsweise im Transportbereich, über das Transportabkommen oder auch beispielsweise bei der Integrierung der Energiesysteme. Sie erinnern sich vielleicht sogar, nach Anfang des Krieges wurde das ukrainische Stromnetz an das der EU angeschlossen. All diese Schritte gehen also in die richtige Richtung. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass weitere Arbeiten notwendig sind, beispielsweise bei der Rechtsstaatlichkeit. Die Ukraine hat schon viel erreicht. Sie hat bereits die notwendigen Institutionen aufgebaut, damit die Justiz gut funktionieren kann.
und auch die entsprechenden Institutionen zur Prüfung der Staatsanwälte. Jetzt sollte sich die Ukraine konzentrieren auf die Beschleunigung der Auswahl der Richter beim Verfassungsgericht und auch im Hohen Justizrat. Zum Thema Korruptionsbekämpfung. Auch hier hat die Ukraine schon viel erreicht bei der Erstellung der notwendigen Antikorruptionsstellen. Der Fokus sollte jetzt gelegt werden auf die Benennung des neuen Leiters der Antikorruptionsstaatsanwälte und den Direktor des Antikorruptionsermittlungsbüros. Es gibt jetzt also schon die entsprechenden Gremien, aber sie sind noch nicht voll und ganz operativ. Zu den Oligarchen. Die Ukraine hat sehr entschlossen gehandelt. Gegen die Oligarchen hat ein Gesetz auf den Weg gebracht und es ist das einzige Land der östlichen Partnerschaft, das getan hat. Das ist gut. Und auch hier geht es jetzt um die Umsetzung. Wir wollen Ergebnisse vor Ort sehen. Zu den Grundrechten. Die Ukraine hat es geschafft, 80% der Empfehlungen der Venedig-Kommission umzusetzen. Es bleibt noch die Annahme des Rechtsaktes zu nationalen Minderheiten. Zusammenfassend kann man sagen, viel wurde erreicht, aber es bleibt auch noch viel zu tun. Ich habe all dies mit Präsident Zelensky und Premierminister Schmyhal besprochen, als ich in Kiew war vor etwa 10 Tagen. Und die Antwort von Präsident Zelensky war sehr vielsagend. Er sagte, wissen Sie, selbst wenn wir uns nicht bewerben würden um die Mitgliedschaft, das sind alles Reformen, die ohnehin notwendig sind und die gut sind für das Land. Sie müssten ohnehin durchgeführt werden. Sie kommen der ukrainischen Demokratie zugute. Natürlich wissen wir, dass nicht alles möglich ist, solange der Krieg wütet. Aber viele dieser Dinge können trotzdem schon angegangen werden. Schlussfolgernd kann ich also sagen, unsere Botschaft zum Thema Ukraine ist ganz klar, ja, die Ukraine verdient eine europäische Perspektive. Ja, die Ukraine sollte begrüßt werden als Kandidatenland. Mit dem Verständnis, dass gute Arbeit schon geleistet wurde, aber dass auch wichtige Dinge noch weiterhin getan werden müssen. Das gesamte Verfahren ist verdienstbasiert. Die Regeln werden also eingehalten und der Fortschritt hängt deshalb auch voll und ganz von der Ukraine ab. Die Ukraine hat es selbst in der Hand und das ist natürlich das Beste, um die eigene Zukunft gestalten zu können. Kommen wir jetzt zur Republik Moldau. Im Großen und Ganzen geht unsere Bewertung in die gleiche Richtung wie bei der Ukraine. Auch hier empfehlen wir, dass der Rat der Republik Moldau die europäische Perspektive und den Kandidatenstatus ermöglicht, mit dem Verständnis, dass weitere wichtige Reformen durchgeführt werden. In der jüngsten Vergangenheit hat Moldau einen entscheidenden Schritt gemacht hin zu wichtigen Reformen mit einem ganz klaren Mandat von den Bürgerinnen und Bürgern. Zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit befindet sich das Land auf einem Reformpfad, auf einem Pfad der Korruptionsbekämpfung und hin nach Europa. Natürlich muss noch viel getan werden. In der Volkswirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung müssen große Verbesserungen vorgenommen werden. Aber vorausgesetzt, die politische Führung bleibt auf Kurs, glauben wir, dass das Land das Potenzial hat, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Zu Georgien. Georgien hat die gleichen Wünsche und das gleiche Potenzial wie die Ukraine und Moldau. Die Bewerbung Georgien hat ihre Stärken, insbesondere die Marktorientierung der Volkswirtschaft mit einem sehr starken Privatsektor. Um erfolgreich zu sein, muss sich das Land jetzt politisch zusammenschließen, muss einen ganz klaren Weg aufzeigen hin zu Strukturreformen und hin zur Europäischen Union. Es muss ganz konkret aufgezeigt werden, welche Reformen durchgeführt werden. Die Zivilgesellschaft muss an Bord gebracht werden und es braucht dafür eine breite politische Unterstützung. Deswegen empfehlen wir, dass der Rat dem Land die europäische Perspektive einräumt und dass zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal geprüft wird, welche Bedingungen von Georgien eingehalten werden, bevor man den Kandidatenstatus ermöglicht. Abschließend kann ich also Folgendes sagen. Zu diesen drei Stellungnahmen. Wir haben sehr sorgfältig geprüft
Und das können Sie auch in den nun veröffentlichten drei Stellungnahmen nachlesen. Es handelt sich um eine sehr solide, faktuelle Grundlage. Und wir werden darauf aufbauen. Und natürlich ist uns bewusst, dass das ein sehr wichtiger historischer Moment ist. Wir wissen, dass die Ukrainer bereit sind, für die europäische Perspektive zu sterben. Wir wollen aber, dass sie mit uns den europäischen Traum leben. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Bitte schön.